Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest hier heute zu einer neuen Lotus-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Und wir schauen uns heute direkt einen neuen Bus an. Ein großes Dankeschön hier an meinen Freund Steven, ja, der an mich gedacht hat und erstmal ein Solaris Ubino 12 gebastelt hat, der dritten Generation. Ah, ist das schön! Ah, das sieht so gut aus. Leute, ich bin ja nun mal ein großer Solaris-Fan, wisst ihr ja, das ist ja kein Geheimnis, ja. Obwohl ich mich auch so jetzt langsam mit den C2 anfreunde, durch jetzt gerade meinen beruflichen Weg, den ich ja nun eingeschlagen habe, ist es natürlich trotzdem Solaris immer noch meine Top One. Und den jetzt hier in Lotus zu sehen, das ist schon eine richtig geile Sache. Es handelt sich hierbei um den Solaris von Altair und den hat man jetzt hier soweit erstmal fertig gemacht, um zu schauen, ja, wie funktioniert das Ganze denn, was muss man tun, damit zum Beispiel das funktioniert und hier funktioniert. Also das ist so ein kleiner Experimentellbus. Dementsprechend, ja, wenn wir mal jetzt hier so eine kleine Runde auf der Karte Diorama drehen, wir können den natürlich auch auf jeder x-beliebigen Karte testen, ja, aber wie gesagt, wir haben uns jetzt erstmal hier für die Karte Diorama entschieden, weil uns geht es uns ja heute hauptsächlich hier um den Bus und dementsprechend, wie gesagt, es ist kein Doppeldecker, es ist ein Solo-Bus. Hallo, wie cool sieht der bitte aus? Der Bus ist natürlich nicht fertig, der ist noch Work in Progress und hat natürlich noch viele Fehler drin. Soundtechnisch, ich glaube, auch noch so einiges oder könnte man noch so einiges machen, aber wie gesagt, deswegen ist der Bus ja da, damit man sich hier halt so rantastet an Texturen, an Sounds, an die ganzen Fahrphysik und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, ist diese halt da. Und wie gesagt, Steven, freundlich wie er ist, hat mir den zur Verfügung gestellt, dass wir uns den heute, wie gesagt, jetzt mal anschauen. Und deswegen würde ich sagen, wir schnacken nicht lange. Wir haben den jetzt so ein bisschen von außen gesehen. Und wie gesagt, ihr könnt sehen halt, ne, es ist halt das, schon das OMSI-Modell. Ne? Dementsprechend sind da auch diese Fehler drin, die es halt in OMSI gab, die sind natürlich jetzt hier auch in Lotus halt drin. Ne? Auch sehen wir hier zum Beispiel an den Scheiben, ne? Das funktioniert noch gar nicht so hundertprozentig mit dem Anti-Aliasing. Wenn du mal jetzt so nach hinten gehst, ne, siehst du jetzt hier an der Fensterscheibe immer so eine geriffelten Dinger hier. Ne? Sobald du näher rangehst, verschwindet das. Ne? Das scheint so ein Anti-Aliasing-Problem zu sein. Wie gesagt, das liegt aber dann dort auch so ein bisschen an meinen Einstellungen, weil man muss ja versuchen, die beste Einstellung irgendwo herzufinden. Und sonst seht ihr das Ganze ja selbst, wie das halt hier ausschaut, mit den Dachaufbauten und alles sowas. Gehen wir mal rein hier so in den Bus, ne? Und das ist ein Bus, der halt dementsprechend auch schon so weit halt fertig ist, halt anders als der MAN DL. Danke. Ja, bitte. Der dementsprechend noch viele Fehler hat, ne, ist der hier eigentlich schon relativ weit fertig. Ne? Wenn wir uns das mal ganz angucken, die ganzen Sitzpolster sind da, ne, die schweben auch nicht einfach nur so in der Luft. Ich hoffe, ich spinne jetzt hier nicht und doch, ich spinne, denn der schwebt hier. Ne? Ah, nee. Nee, doch, die schweben noch ein bisschen in der Luft. Da fehlt noch ein bisschen was. Also hier zum Beispiel unten, ne, da fehlt jetzt hier so diese Querstangen. Aber wie gesagt, das ist halt ein Experimentellbus. Da will man sich halt einfach nur so ein bisschen mit beschäftigen, auseinandersetzen und so weiter. Ja, sonst, wie gesagt, alle Texturen vorhanden. Wie gesagt, Fehler, die wahrscheinlich damals bei Altair waren, die sind natürlich auch hier drin. Wenn wir uns jetzt mal hier so rumswitchen, also das sollte hier schon so ein Alleinstellungsmerkmal sein, ne, dass man daran sieht, dass die Texturen halt noch ein bisschen unscharf sind, ne, dreckig und hast nicht gesehen. Also es ist kein nagelneuer Bus halt. Ne. Und sonst, wie gesagt, hier haben wir auch die Tür, die wir hier auf und zu machen können. Aber auch hier, ne, seht ihr da die Aufkleber, die gehen nicht mit, ne, die bleiben an Ort und Stelle. Ja. Also, wie gesagt, das ist aber alles, es ist halt ein Work-in-Progress-Bus. Also das muss man halt immer wieder nur dazu sagen. Sonst können wir hier natürlich hier uns rumswitchen, können hier halt ein bisschen uns hinstellen, wie bei OMSI halt, ne, können uns das Ganze hier dementsprechend so ein bisschen angucken. Und soweit dazu. Setzen wir uns mal auf den Fahrerplatz. So sieht das Ganze halt dementsprechend halt aus. Ne? Wir haben hier schon das Atron drin. Und hier, Fahrzeug ist nicht einsatzfähig, das können wir hier natürlich auch nach vorne machen, das Schild. Ja, das kennen wir natürlich, das ist schon eine coole Sache. Kamera, die aktuell nicht funktioniert, Spiegel, glaube ich, die funktioniert, der Spiegel funktioniert hier und die Außenspiegel funktionieren natürlich auch. Ne, die kann man halt auch benutzen, genauso wie hier
die Fensterscheibe, aber ihr hört keinen Ton, ne? Also da ist doch ein bisschen tonlos. Und sonst können wir hier, hier zum Beispiel auch nichts einstellen an den Temperaturregler, aber so einzelne Knöpfe sind halt schon verfügbar. Deswegen, ich starte mal den Motor. Ja, Testfehleranzeige, ne? So, und kurz mal vorglühen lassen, können wir hier schon mal das Licht anschalten. Und so. Na, sehen wir, Beleuchtung ist an. Die ist zwar noch ein bisschen unscheinbar. Also ich glaube, Spiegel funktionieren aber dann doch nicht hier. Spielt jetzt auch keine große Rolle. So, damit haben wir das erste Mal Ton hier im Spiel. Schon ein bisschen ruhig teilweise. Ja, jetzt können wir jetzt hier Vorwärtsgang reinlegen und können die Bremse lösen. Können jetzt schon losfahren. Machen wir mal kurz mal hier die Fahrgäste mal kurz mal hier, also Fahrgäste sage ich hier die KI mal hier durchfahren lassen. Das flippt die hier noch aus. Ich spiele das Ganze jetzt auch mal, jetzt gerade mal nicht mit Lenkrad. So. Dann können wir hier die Türen öffnen und ihr seht auch, das funktioniert hier. Ja, also super. Hier können wir das Atron jetzt einstellen. Und ich glaube, das war 113.00.01. So, hat er. 113. Da müssen wir jetzt, genau, haben wir jetzt die Ringlinie jetzt hier ausgewählt. Und ja, wie gesagt, hier, das funktioniert hier. Wir können hier auf und zu machen. Die können wir hier noch nicht benutzen, die Kasse. Auch hier, die Schalter funktionieren teilweise auch noch nicht. Hier drüben können wir die zweite Tür öffnen. Über den Kinderwagentaster. Und auch hier, wie gesagt, Ton ist da. Ne? Ja, sonst von außen können wir hier, glaube ich, auch nichts betätigen. Ich drücke mal ganz kurz mal F4, ob das hier funktioniert. Nee, also von außen kann man hier denn die Türen auch nicht öffnen. Ist aber auch nicht allzu dramatisch. Ja, sonst hat der Steven noch was Witziges eingebaut. Ne? Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Tasten jetzt hier drücken, ne, dann setzt er jetzt hier oben so eine Rundumleuchten an, um einfach mal das zu zeigen, wie es dann halt mal auch so nachts aussieht, ne, mit den Rundumleuchten. Können wir uns jetzt auch mal kurz mal anschauen, indem ich jetzt einfach mal sage 20.28 Uhr. Ne, und dann sehen wir hier Rundumleuchten. Beleuchtet ist der Bus halt auch. Ne? Und er ist halt auch gut beleuchtet. Von außen sowie von innen. Ich weiß gar nicht, der wirft aber keine wirklichen Schatten, oder? Müssen wir mal gucken. So. Stellen wir uns mal kurz neben den PKW jetzt hier. Nee, aber ne, da siehst du keine Spiegelung halt von den Rundumleuchten. Aber das ist jetzt halt nur ein Spielerlitz. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig. So, wollen wir mal hier kurz mal. Ja, und so können wir jetzt praktisch unsere Runden drehen. Hier mit dem Solobus in Lotus. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich mache mal ganz kurz die Uhrzeit wieder heller. Weil wir wollen ja auch schließlich was sehen hier. Oder warte mal, wir machen mal ganz kurz mal 17 Uhr. So, geht so in Abenddämmerung rein. So, jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, so hinten die Tür auf. Wenn jetzt jemand aussteigen möchte. Ich glaube, das funktioniert hier noch nicht. Doch,
Also Stopp würde man, könnte man jetzt ja auch schon drücken. Aber bei uns zum Beispiel bei Regiobus piept es dann halt immer vorne für den Fahrer. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Wundervoll. Mal gucken, dann, dass ich dann auch das Lenkrad dann angeschlossen habe. Soll ja jetzt so funktionieren, auch in der 64-Bit-Version, wenn du einfach das Lenkrad jetzt nimmst und dann oder einen Game Controller jetzt einfach nimmst und anschließt, soll wie gesagt jetzt auch in der 64-Bit nach dem letzten Patch. Eigentlich wollte ich hier kurz mal zeigen, wie das Ganze hier halt auch mit den neuen Patch halt ausschaut. Mit der Beleuchtung der Sonne, ne, da hat man ja nun ja auch ein bisschen was verändert. Jetzt gerade rot. Ja, wenn man aus der Außenperspektive fährt, dann passiert so ein Kauderwelsch hier. So. Ja, er schafft bis zu 100, aber dann hast du das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle. Da ist die Fahrphysik dann so instabil. Aber das will man ja damit halt ja so ein bisschen, ich sag mal, austesten, wie das Ganze halt so schaut. Ne? Hier auch mit dieser ganzen Spiegelung hier mit den Bäumen, ne? Das sieht schon richtig, richtig edel aus. So, wenn wir jetzt hier gucken, hier seht ihr das, ne? Also, wie die Sonne halt praktisch auf den Lack scheint und uns das blendet halt. Ne? Das ist jetzt dieses Post-Rendering. Das könnt ihr jetzt dementsprechend halt auch einschalten in den Optionen. Ne? Vergesst nicht, das empfehle ich halt wirklich jedem, falls ihr immer so Probleme haben solltet, dass falls ihr in den Optionen geht und euch dadurch der Lotus-Simulator abstürzt, könnt ihr das Ganze jetzt per Intims-Option jetzt aktivieren. Ja, dann öffnet sich halt so ein Fenster, wie sie jetzt praktisch schon die anderen ganzen Funktionen jetzt praktisch so umgebaut haben, dass ihr das Ganze jetzt halt benutzen könnt. Ne? Und ja, dann könnt ihr das praktisch einstellen. Aber ey, schaut euch das an. Ne? Das, ich meine, das ist Spielerlitz halt wirklich. Ja, das hätte vielleicht auch noch meines Erachtens noch ein bisschen warten können. Ne? Aber wenn man das Ganze schon so schaut, ne, dann sieht das schon wirklich richtig gut aus. Man muss dazu sagen, das ist auch alles Performance, ja, die kostet. Also ihr solltet, wenn möglich, das Ganze nicht übertreiben, ja, dass es halt so spiegelt und so reflektiert und alles sowas, ne? Denn das geht halt nochmal so in Richtung Performance. Aber ich finde allgemein hat sich der Lotus Simulator, was so Performance angeht, doch schon so ein bisschen gefangen. Also er läuft schon tausendmal geiler, als wie es noch vor ein paar Monaten der Fall war, wo es teilweise echt nicht mehr nutzbar war halt, ja, weil es halt so übelst geruckelt hatte. Ja, und sonst, ne, hier durch das Fahrzeug so durch, das sieht schon wirklich, wirklich mega, mega hübsch aus. Also, da muss man mal sagen, ne, wie gesagt, es ist Spielzeug, ja, das, wie gesagt, das hätte locker noch warten können, aber wenn es drin ist, mein Gott, dann sieht das halt auch wirklich hübsch aus. Ne? So, wir weiterfahren hier. Ich würde euch gerne die Option zeigen, ja, wie das Ganze halt praktisch ausschaut. Ich mache das auch. Jetzt nicht wundern, ihr werdet wahrscheinlich jetzt ein kurzes schwarzes Bild haben. Ja, wenn ich jetzt das Fenster öffne, warte mal, ich werde extra mal umschalten. So, genau. Jetzt solltet ihr auch wirklich alles sehen. Wie gesagt, erschreckt euch jetzt nicht, jetzt kommt ein schwarzes Bild. Aber es sollte sich gleich wieder fangen. Genau.
So sieht nämlich das Fenster jetzt dementsprechend aus. Ne? Hier oben seht ihr auch eine Temp Options und das stellt ihr unten mit Interims Option ein. Das Ganze, wie gesagt, gibt es halt auch schon mit Chat und mit den FIS-Anzeigen, dass ihr halt dementsprechend halt immer nur noch so ein Fenster jetzt hier bekommt und dementsprechend das Ganze einstellen könnt. Sonst, klar, wie die normalen Optionen halt im Spiel halt auch, könnt ihr das Ganze dann dementsprechend hier einstellen. Mehrspieler, Grafik. Und hier bei Grafik findet ihr, wenn ihr jetzt hier runterscrollt, die Post-Rendering-Effekte. Hier ist es, genau. Und hier müsst ihr das Ganze dementsprechend einstellen. Und hier unten stellt ihr dann die Intensität der Sonnenstrahlen ein. Ihr könnt das Ganze halt auf 3-mal stellen. Aber wie gesagt, je höher ihr das Ganze einstellt, desto mehr Performance frisst das Ganze. Also vielleicht erstmal mit 1 anfangen und dann sich langsam hocharbeiten. Ne, so würde ich das Ganze machen. Und sonst habt ihr hier alles wie gehabt, ne, KI und Tastenbelegung und Kontrolleachsen und so weiter und so fort, so wie ihr die Option halt praktisch benutzen könnt. So, genau, habe ich jetzt euch mal wieder jetzt umgeschmissen, wieder auf einem anderen Bild. Und das sind halt, wie gesagt, diese großen Neuerungen jetzt hier in dem Lotus Simulator Update, außer der Bus halt, ne? Der Bus ist natürlich nicht mit drin. Aber guckt euch das an. Das sieht schon edel aus, wenn du halt dann auf einmal geblendet wirst. Weil es kommt vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, so die Sonnenblende in Einsatz. Ich weiß gar nicht. Hat der das schon? Ja, guck mal, das hat er auch schon. Also wir könnten hier zum Beispiel auch schon die Sonnenblende runternehmen, ja. Also ziemlich cool alles, ja. Wie gesagt, Bus ist halt ein Bus, der eigentlich nur dafür gebaut wird, gerade um sich halt mit den ganzen Funktionen so weit auseinanderzusetzen. Dieser Bus wird so, wie er jetzt hier ist, nicht für euch verfügbar gemacht. Wie gesagt, dadurch, dass es sich einfach nur um einen Bus handelt, der wirklich halt als Testzwecken jetzt hier gilt, ja, also wo man halt sich wirklich grundlegend mit der ganzen Mechanik auseinandersetzen möchte. Aber so, wie ihr den Bus jetzt hier seht, wie wir den ganzen jetzt hier aktuell fahren, so wird er nicht im Steam Workshop erscheinen. Ja, also der kann so nicht veröffentlicht werden, weil sie sind nicht glücklich mit dem, was sie jetzt aktuell geschafft haben. Ich bin der Meinung, das Ding ist holy. Ja, aber wenn natürlich der Content Creator nicht glücklich ist, ja, dann ist klar, dann wird er das halt meistens auch nicht veröffentlichen. Und so ist es jetzt im Falle von Steven. Ja, der ist mit dem Modell nicht wirklich zufrieden und dementsprechend sagt er sich so, nee, das will er nicht veröffentlichen. Das ist halt wirklich nur einfach nur ein reines Testprojekt und irgendwann muss man mal gucken. Vielleicht kommt er, vielleicht nicht. Das kann man jetzt hier im aktuellen Status halt nicht sagen halt. Und das ist halt. Das ist der komplette Bus, den wir jetzt hier haben. Ja, also ich finde ihn mega nice. Also nochmal groß Dankeschön an meinen Freund Steven. Ja, meine, manchmal sind wir schon ein bisschen komisch wie Bede, aber er weiß halt, was ich halt mega nice finde. Und das ist halt Solaris. Dass er gerade jetzt sich natürlich für dieses Modell entschieden hat, ist natürlich ja, ist richtig genial. Und ja, wir sind schon drin, oder? Jo. Wir hätten jetzt schon den Crash gehabt. Heieiei, lass bloß nicht meinen Arbeitgeber sehen. So. Aber wie gesagt, das halt mal zu dem Solaris. Und wie gesagt, wir können uns freuen, dass vielleicht jetzt in naher Zukunft doch der ein oder andere Solo-Bus, Gelenkbus eventuell erscheint. Beim Gelenkbus hat man ja schon gesagt gehabt, da muss man noch ein bisschen was machen, weil das Gelenk halt noch nicht so hundertprozentig hinhaut, funktioniert. Da wird es auf jeden Fall noch ein Update geben, aber Solo-Busse sind jetzt halt wohl möglich und das ist schon eine ziemlich coole Sache und ich freue mich drauf, wenn es jetzt so langsam auch losgeht in Richtung Bus halt. Straßenbahn, schön und gut, ne? Aber Lotus ist ja nicht nur für Straßenbahn da, sondern ja auch für Bus und eigentlich auch für Flugzeug und für Eisenbahn und für, ich habe keine Ahnung, für vieles. Ne, da wäre es natürlich schon cool, wenn es dann auch mal in der Richtung halt mal weitergeht. Und so wie wir ja wissen, ist ja für Ende dieses Jahr ja schon eine Busfamilie angekündigt worden. Also dementsprechend lange dauert es nicht mehr, bis wir alle den ersten richtigen Solo-Bus hier haben und mit dem dann auch unsere Zeit verbringen können. Leute, das soll es aber von mir schon gewesen sein hier mit diesem kleinen Video hier rund um den Solaris Urbino 12 der dritten Generation von Altair, umgebaut von Steven. Da war noch jemand dabei, ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ihr wisst ja manchmal so ein bisschen, ne? Man wird ja auch immer älter.
Auf jeden Fall, großes, großes Dankeschön nochmal. Und wie gesagt, wenn euch das ganze Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Und was wünscht ihr euch zum Beispiel für einen Bus hier in den Lotus-Simulator? Dann nutzt doch die Kommentarfunktion, schreibt es am besten unten mit rein. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, Leute, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.